Was geht ab, Leute? Hier ist Cole. Und das ist... Hallo, liebe Kinofreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Kinocheck. Diesmal habe ich mir den Film Follow Me angeschaut. Zentrales Thema ist hier ein Escape Room. Da gab es schon mal 2019 einen Film, der hieß direkt Escape Room, aber der konnte mich nur so mittelmäßig überzeugen. Und da dachte ich mal, ach, schau's mal Follow Me an. Guckst du mal, wie dieser Film wird. So, also wie schon gesagt, das zentrale Thema ist ein Escape Room. Also es geht um den Influencer Cole, der sozusagen sein 10-jähriges Plattform-Jubiläum, Livestream-Jubiläum, je nachdem, also so genau wird darauf nicht eingegangen, feiert, und seine Freunde haben da etwas ganz Spezielles für ihn vor. Also er fliegt da nach Moskau und soll in einem Escape Room, der speziell auf ihn zugeschnitten ist. Ja, und im Gegensatz zu dem Film Escape Room fand ich ihn doch interessant. Aber hat mich eben auch nicht so auf ganzer Linie überzeugt, zumal der Schluss für mich war irgendwie vorhersehbar und hat mich jetzt nicht so wirklich überrascht. Also beziehungsweise so wie es aufgebaut, beziehungsweise dieser Schlussakt, was die Intention des Schlusses war. Es gab ein kleines Ding, was komplett sozusagen für die Intention der Leute schiefgelaufen ist, aber im Zuge des Hauptcharakters nachvollziehbar ist. Also man geht mit einem komplett beklemmenden Gefühl aus diesem Film, und das ist, man muss halt entscheiden, ist das was für jemanden? Oder sagt man, nee, ich will eigentlich zufrieden, glücklich, happy aus einem Film rausgehen. Also mit dem Hauptcharakter, dem Cole, konnte ich anfangs so überhaupt nicht. Der war mir einfach zu sehr überdreht, zu sehr, naja, aufgestachelt. Und mit solchen Personen kann ich in der Regel überhaupt nichts anfangen. Dann gab's noch diesen einen typischen Stereotypen, der ständig drüber ist, also so ständig aufgekratzt, alles nur für einen Witz hält, und solche Menschen sind mir einfach, oh nee, also mit solchen Menschen kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber die, also die Hauptperson wurde mir dann so im Verlauf des Films doch sympathischer, und ich konnte auch mehr mit ihr mit fühlen. Naja, so, genau. Ich muss jetzt doch mal wieder auf meinen kleinen Spickzettel gucken, den ich jetzt immer dabei habe. Die, die letzte Folge gesehen haben, wissen das, dass ich mir den jetzt immer dabei oder zur Hand nehme. Ja, trotz Spickzettel bin ich jetzt etwas aus dem Konzept geraten. Nee, also, wie gesagt, er war okay, nenne ich ihn. Für mich interessanter als der erste Escape Room Film, aber dennoch nicht weltbewegenden. Wie sieht das Ganze bei euch aus? Habt ihr Lust auf den Film? Habt ihr ihn vielleicht sogar schon gesehen? Und wie ist eure Meinung? Also wenn ihr den schon gesehen habt, geht ihr mit mir einher oder sagt ihr, na, was der Typ da labert, ist völliger Bullshit, das war der beschissenste Film ever oder das war der geilste Film ever. Ich meine, die Geschmäcker sind verschieden, das ist ja nur meine persönliche Meinung, und von daher lasst euch von keinen Kritiken und vor allem auch professioneller Kritiken, die ja meistens nicht für die Masse, und ich zähle einfach zur Masse, schreiben, sondern schon eher für die elitären Leute. Deswegen dachte ich, mache ich mal einfach so diesen Check für die Masse. Aber auch selbst da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Naja,
das war's mit diesem Kinocheck, mein Sisi. Beim nächsten Mal, macht's gut. Ciao.